bin Alexander Hagstedt. Wir befinden uns hier auf dem Betrieb von meinem Vater, den wir jetzt im Moment zu zweit bewirtschaften. Wir sind in Höldinghausen, das liegt bei Kloppenburg im Weser-Ems-Gebiet. Wir messen momentan auf 4.500 Mastplätze Schweine der Genetik Dan Maldurok, die wir direkt aus Dänemark beziehen, als Läufer. Wir haben jetzt seit ca. 2 Monaten eine Sortierschleuse im Betrieb, wo 400 Tiere sich frei bewegen können, ohne Eingrenzung durch Buchten etc., wodurch wir dann nachher auch versuchen, die Futterkosten einzusparen und den Nährstoffgehalt in der Gülle zu senken, da die schweren Schweine doch das widerfällige Futter kriegen wie die kleinen. Bis jetzt sind wir damit sehr gut zufrieden, in Hinsicht auf Kannibalismus genauso wie in Hinsicht auf Tageszunahmen. Momentan bewegen wir uns in der Mast bei Tageszunahmen im Schnitt von 1050 Gramm. Auf den ganzen Betrieb gesehen, verlusttechnisch liegen wir ungefähr bei 1,2%. Winterdurchgänge natürlich deutlich besser. Leider haben wir bei dieser Genetik dieses Problem mit der Futterverwertung, dass die Futterverwertung uns auf über 1 zu 2,89 steigt. Lässt sich aber auch darauf hinausführen, dass wir zum Ende der Mast sehr niederwertige Futter einsetzen. Dadurch versuchen wir auch natürlich die Nährstoffausträge in der Mast, vor allem in die Gülle, zu verhindern. Wir setzen jetzt bei dem Sorter, momentan versuchen wir selber uns Futter zu mischen aus Fertigkomponenten. Wir beziehen 2 Fertigkomponenten, mischen da dann 3 Futtermittel raus. Damit die schweren und die leichten kriegen jeweils die reine Komponente und die mittleren, also die mittlergewichtigen Schweine kriegen die Komponente gemischt, um das Schwein optimal zu versorgen und auch keinen Luxuskonsum zu fördern. Da wir unsere Tiere zukaufen, machen die Tiere einen Futterwechsel durch. Dadurch hatten wir Probleme mit Durchfallerkrankungen, bis wir auf das Produkt Activo Nodus gekommen sind. Das Activo Nodus setzen wir mit 3 Kilo pro Tonne ein. Die Schweine kriegen davon 10 Kilo von dieser Futtermischung am Anfang der Mast. Dadurch haben wir die Antibiotikagabe am Anfang der Mast komplett gestrichen. Ein weiterer Effekt vom Activo Nodus ist, dass wir keine Wachstumseinbuße haben, also keinen Wachstumsknick am Anfang der Mast, sondern die Wachstumskurve steil ansteigt und bis zum Ende der Mast gleichbleibend verläuft.